Heidi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live in the Woods Renaissance Park. Mit dabei sind der CD-Spins und der schöne Onkel und ein Creeper, der sich bei mir in die Luft sprengen will. So. Guten Tag. Hast du jetzt die Aufnahme schon an? Ja. War das jetzt ernst gemeint? Ja. Okay. Ja, hallo. Das ist normal. Das ist der ganz normale Wahnsinn hier. Okay. So, hier ist irgendwo ein Creeper, aber ich weiß nicht, wo er sich versteckt hat. Ich Creeper, auch. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, du magst mich nicht. Genau, schwimm weg. Und ich pflanze mir einfach mal ein paar neue Bäumchen. Oder ich lasse sie wachsen. Ja, und bei mir seht ihr hier schon, ich hab außerhalb der Aufnahme einen Rage-Modus bekommen und hab das ganze Dach einfach weggerissen. Weil mir das echt so blöd war langsam. Kenn ich gar nicht. Ich brauch einfach nur Holz. Ich brauch so viel Holz. Hölzern geht's nicht. Weißt du, was ich brauch? Essen. Ja, ich nicht. Ich hab genügend. Onkel, ich komm. Der Pizza-Lieferservice ist schon unterwegs. Oh. Okay, also den Baum fäll ich nicht. Der bekommt gleich einen Namen. Schön. Wie können wir einen Behindertenbaum nennen? Thorsenbaum? Thorsenbaum? Nee, sieht nicht gut an. Irgendwie. Derp. Ja, mit dem Holzblock kommt das nicht gut. So, pass auf, hier. Wie ein Vogel, der seine Kinder frisst, wollte ich gerade sagen. Das passiert ja nicht. Okay, jetzt machen wir 4 hoch. Ja. Ah, das gefällt mir schon besser. Jetzt brauche ich nur noch Ranken. Also eine Schere. Andi, hast du noch Eisen? Vielleicht. Dann komme ich dich mal besuchen. Ich hab gesagt, vielleicht. Ach, ich weiß doch ganz genau, dass du Eisen hast. Habe ich wirklich Eisen? Hm. Erzähl mir doch nichts. Dann 2 hoch. Jo, so ist das in Ordnung. So, mit was baue ich denn jetzt die Wände, Mann? Ich will irgendwas haben, was anders ausschaut. Ich würde ja gerne Ziegel haben, aber musst du dir einfach eine Schaufel nehmen und dann einfach mal ein bisschen loslaufen. Ich weiß nicht, wie hier Lehm aussieht in der Mod. Ob das anders aussieht oder ob das. Ja, es sieht etwas anders aus. Aber du hast doch. Ach hier, warte, stopp, ich hab doch hier Lehm. Aha. Du hast doch unten rechts steht doch immer, was für ein Block das ist. Ach, na eben. Stimmt. Das habe ich total vergessen. Ton. Nicht Lehm. Ich suche Ton. Andi, wo bist du? Hallo. Dankeschön. Hier gehen Sie wieder. Das ist aber. Hier gehen Sie. Verpiss dich! So schnell die Schere hingeschmissen. Und jetzt weg! Hau ab, ich mag dich nicht. Aber die ist ein bisschen benutzt, ne? Ich habe mir ein paar Blätter gleichzeitig mal geholt. Ach komm. Hört sich falsch an. Ich habe die Schere benutzt. Die ist aber benutzt. Ich müsste mich ein bisschen rasieren, einen kleinen Feinschliff machen. Ach, Ziegel muss ja gebrannt werden. Oh Mann, das ist immer alles so. Ja, müssen. Huch, kann ich das überhaupt da drauf? Ja. Yeah. So, Wahnsinn. Ich muss noch mehr davon reinhäckseln, denn ich brauche noch viel, viel mehr. Du brauchst mehr? Ja, ich brauche mehr. Von allem viel mehr. Kann ich jetzt hier auch verschiedene reinhauen? Nee. Ich brauche mehr. Ich brauche viel mehr davon. Wollt ihr die Decke mit Slabs dann machen? Dann fahr an die Ostsee. So, da habe ich hier Kohle drin. Kohle? Das Kohle? Onkelchen braucht Kohle. Kohle? Ich hab Kohle.
Ich hab Kohle, Alter. So, ja. Geht es damit eigentlich? Ja, genau. Ist das jetzt richtig? Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ansonsten. Vielleicht könnte es sein. Mann. Ach nö, Alter, verarsch mich voll. Ach, was mache ich denn? Wie kann man noch mal dieses Dings größer stellen, dieses HUD? Das geht nicht in dem Modpack. Doch. Echt? Doch, das geht. Escape Options und dann... GUI-Größe. Genau, GUI-Scale. Alles klar, hab's gefunden. Lansche, Auto. Sehr geil, Alter. Jetzt hab ich's groß. Jetzt kann ich auch... Und es geht tatsächlich, weil ich habe gelesen, dass es nicht geht. Von vielen Leuten. Irgendwie ist jetzt... Sieht jetzt irgendwie alles komisch aus. Hat sich jetzt mein... Hat sich jetzt hier meine Einstellung geändert, oder was? Weiß nicht, was für eine Einstellung du hast. Links oder rechts? Nee, es ist nur noch die alte Einstellung. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Egal, Hauptsache, ich habe meinen HUD größer. Da erkenne ich auch, was das ist. Yeah, Ziegel, Steine. Ich habe Ziegel, Steine. Los, yeah. Ziegel, Steinattacke. Wir sind weder links noch rechts. Wir sind für die Menschlichkeit. Hauptsache geradeaus. Genau. Dreilappige Jungfernrebe. Das klingt auch vollkommen falsch, würde ich sagen. Eine dreilapprige Jungfernrebe. Mhm. Ja. Ja, hört sich super richtig an. So eine möchte ich auch gern haben. Ach, fein. Zum Puff deines Vertrauens. Oh, nö. Das war's aber auch schon. Verbauen. Das war's aber auch schon mit Lehm, ja. Scheiß ein Dreck. Warst du schon? Mhm. Oh, zum Glück. Also, schwedischer Efeu hört sich auch nicht besser an. Ja, solange es keine schwedischen Gardinen sind, ist es okay. Naja, aber besser als immer noch besser als die lapprigen drei Jungfern Dinger. Häutchen. Dingsens. Ich glaube, das hieß nicht Häutchen. Was, du, Jungfrau? Sicher? Ernsthaft? Drei lapprig sogar. Du hast davon sogar noch drei und die sind lapprig? Bah! Und ist auch da drunter noch? Das wächst wahrscheinlich von alleine. Das war jetzt auch wieder so ein Kommentar, der genau reingepasst hat zu unserem Gespräch gerade. Ja. Da drunter? Natürlich da drunter. Oh, ich trinke. Oh, schön für dich. Du bist aber nett zu mir. Was mit, wenn du ertrunken bist? Du bist aber nett zu mir. Du bist so nett. Der Andi ist eigentlich voll gemein. Das meinte ich ja auch. Ich hab ihm ja auch gesagt, er soll mir was mitbringen. Was zum Spielen, mit ganz viel Spaß und Spannung. Spring dir ein Kabel mit, da hast du Spannung. Ah, geil. So, wie macht man jetzt hier dieses... Ach, Mann. War das so? Yeah! Oh, yeah. So, was mache ich jetzt hier mit Markus, seinem komischen Wohnung? Glotz? Anständig bauen? Oh Gott, und ich habe nichts weiter raus. Und ihr wisst, wie viel Lehm ich da noch brauche. Ja, mal gucken, wie das überhaupt ist. Wir helfen dir. Irgendwann. Du hast zwar nicht mehr zu helfen, aber egal. Da ein Block hin und da hin. Ich habe noch 50 Sekunden Zeit. Und dann? Dann deaktiviert sich mein Bildschirm. Oh oh. Jetzt habe ich wieder mega viel Zeit. Was? Ja. Nee, das mein Bildschirm hat gesagt, herunterfahren. Und warum? Warum bist du mit dem Auto da, oder was? Nein, mit eigentlich meinem Zug. Ich mag Züge. Warte mal, das ist falsch. Sicher? Mhm. Ich müsste es anders machen. So. Da, wo ist denn... Ich brauche jetzt... Seeds. Haben wir keine. Seeds. Kriegen wir auch irgendwie komischerweise keine.
Was denn für nicht Getreide? Zu verwechseln mit Weed. Ja. Weed. Ich mag Weed. Weed ist du cool. Magst Weed. Schäm dich. Hallo, Weed ist pflanzlich, Mann. Oh yeah. Das ist voll Öko-Natur 100%. Natürlich. Ich bin gerade echt am Knobeln. Ja, sag ich doch. Natürlich. Warte mal, ich kann ja bei der Biene da mal gucken. Wie hoch hat die denn das Haus? Weil ich gieß die Biene. Jetzt bring mich nicht durcheinander. Du weißt Bina. Schon. Bina, Entschuldigung. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab wieder was falsch gesagt. Die Sumsebrums. Warte mal, wie viel Klötzer hast denn du dein Haus hoch? Genau. Weil das ist so eine Höhe, die könnte man akzeptieren, wenn man möchte. So. Hier. Och, nö, Alter. Willst du mich trollen? Also doch vier. Ja, ist doch richtig. Ich brauchte jetzt mal ganz kurz einen Anhaltspunkt, deswegen bin ich jetzt mal zu deinem Haus gelaufen. Perfekt. Ach, es wird schon wieder dunkel. Mei, die Tage vergehen aber auch ganz schön schnell hier. Ja. Komm lass uns schlafen gehen. Okay, gleich. Ich baue nur noch. Der war gut. Der war gut. Ich gehe mit Sand schlafen, okay? Aua. Oh, komm her, Onkel. Oh Gott. Ekelhaft. Wie schön. Schau mal, Onkel, wie schön die Sonne aufgeht. Hilfe! Super. Schon mal ab. Und ich gucke auch noch. Nee, es muss 5 hoch bei mir sein. Es wird ein bisschen höheres Haus, aber das ist ja Wurst. Ich hab doch. Ich mach einfach meinen ganzen Schlag Carpenters Blocks. Dann halt eben cool. Carpenters Blocks? So, und die. Ja. Okay. Ob die 18 noch reichen für den Deckel? I don't know. Oh, es reicht. Es reicht. Es reicht, mein Haus. Es hat ein Dach. So, gibt Hallo. Leider nicht mehr genug Knochen, aber die langen schon erstmal jetzt. Ja, ich brauch auch langsam. An der Kiste kannst du aufhören, so rumzudancen. Die Dancing-Kiste, la 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 la. Dancing-Kiste. Oh. Wie mache ich das jetzt hier am dümmsten? Oh, cool. Wenn ich das warum verbrate ich ganze Blöcke da rein, wenn du auch Slabs machen kannst? Das gleiche Ergebnis bringen. Warum wachsen die hier nicht? Frage ich mich auch. Mongobaum! Okay. Aber du wirst nicht Mongobaum heißen, du wirst anders heißen. Mongo ist keine Frucht. Hoffen wir mal, dass die noch wachsen. Mongos? Ja, ich hoffe auch, dass die wachsen. So. Mach das wieder ab. Aber eigentlich haben Wissenschaftler neulich herausgefunden, dass Mongos eigentlich wirklich Früchte sind. Wieso? Was sollten die sonst sein? Ja, keine Ahnung. Es sind halt Früchte. Weißt du, was ein Mongo ist, Chris? Ach, Mongo! Ich hab die ganze Zeit Mango verstanden. Das war einfach mal so totale Insider, ne? Alter, welches giftig? Nein, ich hab jetzt echt Mango verstanden. Natürlich weiß ich, was ein Mongo ist. Will ich auch hoffen. Dann verstehen wir uns ja. Manchmal zähle ich mich selber zu den Mongos. Böse Poison. Poison Ivy. Aua, puste mich höher. Okay. Hier ist doch alles schon wieder voll. So. Ich muss mal außerhalb der Aufnahme hier eine Aufräumaktion starten, ey. Aber echt, ey. Das geht ja so nicht weiter, ey. Ey, Mann, ey. Ey, Mann, ey, chill doch mal. Ich brauch Sand. Chill dein fucking face. Oh, ey, nee. Er hat fuck gesagt. Fuck. Okay, zu viel ist gut. So. So, und ich werde hier auch mal langsam dann, also zumindest wenn mein Haus fertig ist, starte das Projekt Kleine Brücke noch. Ich verrate einfach mal meine Pläne hier.
Hier kommt so eine Verräter. Kleine. Ja, ich weiß, ich bin Verräter. Hier kommt so da der kleine Steg, der aussieht wie ein. Ihr wisst schon was? Penis? Geht nach oben. Ich hab's eben jetzt nicht gesagt, ne? Ach, das sieht wirklich aus wie ein Penis? Wusste ich gar nicht. Immer diese Peniswitze. Geht hier nach oben. Hier ist eine kleine Mini-Plattform und dann geht's hier. Wird so nach drüben sich schwingen. Klingt komisch, ist aber so. Der Penis schwingt sich nach drüben. Und hier die Fläche, die wird ein bisschen begrast und kommen noch mehr Bäume hin. Und ob ich irgendwas an dem Kreuz hinhängen soll oder nicht, schreibt's doch einfach in die Kommentare. Und warum wackelt meine Hand im Winde? Schreibt das immer auch in die Kommentare. Für die Leute, die jetzt gerade denken und überlegen, was ich hier gerade mache, ich habe keine Ahnung. Ich probiere hier jetzt gerade einfach mal was aus. Keine Ahnung ist immer gut. So war das, ne? Keine Ahnung ist auch keine Ahnung. Oder auch so. Wie nervig es einfach ist, wenn das Inventar voll ist. Ja, das kenne ich. Das ist so ärgerlich. Darum muss ich mir... Ach ja, ich kann mir Leinen bauen, ne? Mir ist das letzte Mal, wo ich mitgemacht habe, danach ist mir ein Slime begegnet und den habe ich schnell mal genatzt. Natz, natz. Das ist aber nicht schön von dir. Ja, der Schleim, der hat mich so komisch angemacht. Der hat irgendwie so gesagt, hallo, na du Süße? Ja, aber du kaufen. Aber die Biene hat erzählt, dass... irgendwelche anderen Sachen, die man einsammelt, auch wie Schleim sind. Ja, das gibt es. Wie Resin oder sowas. Resin? Oder, warte mal ganz kurz. Das haben wir hier ohne Ende in den Kisten schon liegen. Ich brauche noch... Hast du Fäden, Chris? Dann komme ich mal zu dir. Flacher... Nee, das ist ein Fäden. Ja. Musst du haben. Oh, Lehm. Guck mal, noch mehr Lehm. Da. Jetzt sag ich einfach nur mehr. Ja, das reicht. Ich brauche nur eine. Grafikfehler. Fällt gar nicht auf. Kaschnauz, die Bautz. Wer hat eigentlich das Feld so zugerichtet? Die Heuschrecken. Ach, die machen das Feld so kaputt? Ja. Okay. Ach genau, das erzähle ich jetzt gleich mal. Wir müssen einen Komposter bauen, Andi. Ja. Wenn wir den bauen, bekommen wir eine Erde raus und wenn man die Erde hinmacht... Wächst alles viel schneller. Wächst alles viel schneller und das machen die Heuschrecken nicht mehr kaputt. Das war ja... Allerdings... Glaube ich so. Komposter, warte mal. Oh, geil, Leine. Ein Komposter. Ich hole mir mal Kühe. Komp, da, Komp, hier. Kompostbin brauchen wir. Du? Dix? Ach, das geht ja gar nicht mal so schwer. Ey, Kompostbin. Nein, geht ja auch nicht. Kompostbin. Kompostbins. Genau. Aua, Poison. Aua. Der Andi ist heute schon wieder ganz schön frech, muss ich schon sagen. Was? Ich hab's halt nur so etwas erweitert. Ich kann auch nichts dafür, dass das rauskam. Ich habe halt nur vervollständige den Satz gespielt. Tut mir leid. So, ihr könnt euch erstmal fällen. Ich baue erstmal Zäune. So, jetzt haben wir hier einen Kompostbin. Den hauen wir mal hier vor das Haus hin. Schön direkt unter das Fenster, damit es schön ins Haus reinstinkt. Was sonst? Und da muss man jetzt irgendwie Gemüse reinhauen, oder? Kannst du Laub und den ganzen Kram mit reinklatschen, was du möchtest? Oder was alles reinpasst? Schwedischer Efeu auch? Ja, kannst du auch. Berry Garden. Die würde ich erstmal weghexen. Okay. Okay, wir haben Zucchinis. Kukumber. Dann nehmen wir einfach mal von allen die Hälfte, damit noch was drin bleibt. Zack, zack.
Warum würde ich schon gleich wieder rausrennen, ne? Oh, Tomaten gibt's ganz viele. Und ab in Kompost damit. Nicht, das ist noch so aktuell. Ja, läuft doch. Zack, 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 zack. Ih, das schaut ja voll geil aus. Da steigt so eine Stinkfahne hoch über dem Komposthaufen. Ja, ich glaube, das könnte sogar ein bisschen leicht giftig sein. Warte mal, ich gehe mal drauf. Nee. Nicht? Aber jetzt habe ich wieder die dreilappige Jungfernrebe im Gesichtsfeld. Okay. Oh. Gib doch zu, du magst die. Ja. Eselhaft, eselhaft. So, jetzt gucke ich mal beim Onkel noch vorbei. Während der Kompost vor sich hingärt. Oh. Ich habe eine Wand gesetzt. Ob das glaubst du noch nicht? Ja. Das schaut ja gar hübschelig aus mit der Sonne, die da durchstrahlt. Das muss ich gleich als Thumbnail nehmen. Das heißt ja, ich muss bei dir das Let's Play gucken. Cool. Ja, das stimmt. Aber ich seh's ja nicht. Das ist immer wieder gut, wenn bei den Leuten der Shader nicht funktioniert. Komm, Kuh. Das, komm. Das bringt Klicks. Oh, nice. Text jetzt muss ich mir den A noch angucken. Ekelhaft. Aber ich finde es krass. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, sind 3 Blöcke mehr da. Ja, ich bin noch am Überlegen, wie ich es baue. Bei mir dauert es ja, ein bisschen länger. Ich weiß doch. Nein, ich weiß doch. Kein Stress, das war nicht böse gemeint. Noch mehr Stress, Beeilung. Ich bin voll neidisch auf deine Ziegelsteine. Ja, ne? Obwohl ich mich jetzt wieder ärgere. Weil ich doch ein Block hätte höher gehen sollen. Ey, ich hab die hart zusammengesammelt, Alter. Ich hab vorhin noch ein bisschen Clay gefunden. Ich hätte doch noch eins höher bauen sollen, sehe ich gerade. Weil hier kann ich jetzt nicht mein schönes Fenster reinmachen. Jetzt muss ich hier so... Jetzt kommst du erstmal mit. Ich? Ja. Du musst mein Bett vorwärmen. Ach so, ja, genau, essen. Was? Schlafen. Der Onkel denkt nur ans Essen. Yo. Warte, hier ist noch Textilzeug. Das muss ich noch finden, fix. Ui. Ah, ja. Hüpf. Pong. Gute Nacht, liebe Welt. Es war heute wieder ein schöner Tag. Wir haben lauter sinnvolle Sachen gemacht. Ja. Wir haben lauter Quatsch geredet. Ich habe eine Wand hingestellt an einem ganzen Tag. Aber eine sehr, sehr schöne Wand. Ja, eine schöne Wand ist einfach nicht in 2 Sekunden gebaut. So. Dankeschön. Und ich würde damit sagen, das war es für diese heutige Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Lick da. Lasst einen Lick bei der dreilappigen Jungfrau. Ja, wenn ihr wollt, tut ein Abo reindrücken. Guckt auch bei den anderen Stelzen vorbei, beim CD-Spins und beim... Nein, bei mir auf gar keinen Fall vorbeischauen, Leute. Dann halt nicht. Beim Onkel Fall. Bitte auch nicht vorbeigucken. Guckt alle zu mir in Lost im Park. Und ich bin sowieso total eingeschnappt auf euch alle, weil ihr mir auf das eine Video keine 10 Dislikes draufgedrückt habt. Echt. Ja, das ist doof. Selbst ich habe, glaube ich, ihn draufgedrückt. Ja, ich tut's mir leid. Was? Ja, er hat so eine Dislike-Folge gemacht, ne? Ja. Und keiner hat's befolgt. Da bin ich echt. Da bin ich echt traurig. Da, ja. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, musst du jetzt noch sagen. In diesem Sinne? Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. Da war bei mir leider nicht mehr drauf.